alle Mingwanzen und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu Schatten des Krieges. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, wie lasse ich einen Gefolgsmann gegen einen anderen meiner Gefolgsmänner antreten? Oder Gefolgsfrauen, keine Ahnung, wo der die, ja, ob es da weibliche Uruks, sollte eigentlich weibliche Uruks geben, glaube ich, nach Tolkien, hat es mal in einem Brief erwähnt, aber ist ja auch wurscht. Möchte ich jetzt nicht drüber philosophieren. So, heute geht es mal darum, wie lasse ich einen Uruk gegen einen anderen verbündeten Uruk antreten. So, ihr geht ins Armeemenü, wählt euch einen eurer Spaßvögel aus mit Befehligen, ganz wichtig, Befehligen. Jetzt erstmal seht ihr so nicht unbedingt, steht der irgendwo Grubenkampf oder nein. Nein, ihr müsst jetzt erstmal den Gegner auswählen. Das macht ihr dann einfach so. Ihr geht dann einfach auf einen von euren Uruks drauf. Das ist dann beispielsweise hier Amuk Raufbold. Das ist einer von meinen. Ja. Bei anderen wird da einfach nur noch Tötung stehen von gegnerischen. Bei Untoten steht da beispielsweise gar nichts. Nur Positionswechsel. Sondern ihr lasst einfach nur einen Grubenkampf zwischen den beiden beispielsweise austragen. Ja. Macht ihr einfach hier, bei mir ist es Dreieck, bei der PS4, und dann müsst ihr nur noch den Auftrag bestätigen. Zack, das war's auch schon. So, dann findet ihr auf der Karte dieses blaue Symbol. Dieses blaue Symbol, die Kampfgruben. Das ist das Symbol für euren Grubenkampf zwischen euren Gefolgsleuten. Und zack, ihr geht dann hier rein. Und müsst ihr halt nochmal den Auftrag halt beginnen, wie halt bei den normalen Kampfgruppen auch. Zack. So, während die jetzt kämpfen, muss ich euch aber jetzt auch ein paar Sachen dazugeben. Du bist nicht mehr lange am Leben. Blutig, 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 blutig. Cool. Blutig, blutig, blutig. Hierbei ist eine Sache wichtig zu beachten. Wenn einer von denen, also sobald einer von den beiden hier stirbt, also hier in den Kämpfen, die lassen da nichts nicht locker. Alter, hat er den gerade die Kehle durchgeschnitten. Nice one. Schöner Kampf übrigens. Hier zwischen den beiden, muss ich erst mal sagen. Gefällt mir gut, so zwei Gauner. Die kämpfen hier bis auf den Tod. Das ist nicht so, dass es dann kurz bevor der eine drauf geht, dass es dann heißt, okay, der eine hat gewonnen. Nee, da geht's wirklich bis zum letzten. Ja. Das heißt, dieser Uruk ist dann für euch mehr oder weniger verloren. Das ist echt ein gutes Match, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Zack. Beispielsweise jetzt Amuk Raufbold. Der ist jetzt halt tot. Der ist getötet. Das heißt, der kommt auch nicht mehr wieder oder so. Oder der erscheint nochmal. Nein. Wie ihr seht, ist jetzt Sukor, der Blutgenießer, ist jetzt der Gewinner und der Überlebende des Matchups. Wenn er jetzt eine Stufe niedriger wäre, würde der jetzt, sage ich jetzt mal so, wenn er jetzt bei 73 wäre, also dann wird der 7 Level aufsteigen. Also ist immer so. Die maximale Anzahl, wo die da aufsteigen können, ist 7. Also die können 7 Stufen aufsteigen pro. Ja. Außerdem kann man da auch gucken, wer ist ein stärker, wer ist ein der bessere Kämpfer, wen kann ich gebrauchen, welchen kann ich nicht gebrauchen. Ja. Das ist eine ganz gute Sache, um so auch seine eigenen Leute ein bisschen, oder ihre eigene, die Armee ein bisschen zu verkleinern, ne? Wenn man, ach, die fressen zu viel. So, das wäre es jetzt dazu. Und, ja, ich hoffe, ich habe euch damit alle Fragen geklärt. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo da, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, bleibt frei, macht's gut, ciao.